Lindemann, erstmal super. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Wieder die gleiche Platzierung über der Weltmeisterschaft. Wie sagst du selbst dazu? Also ich bin sprachlos, weil ich bin als letztes gelaufen, musste nach Pischenko aufs Eis und ich wusste, er hat eine verdammt hohe Punktzahl bekommen und war auch gut gelaufen. Und ich habe mir gesagt, geh aufs Eis, du kannst das Zeug und riskier einfach alles, weil hätte ich nichts riskiert, dann hätte ich wahrscheinlich den Platz nicht erreicht, aber ich bin ein hohes Risiko gegangen, hatte zwar einen Klotz dabei, aber auf gut Deutsch, so egal, denn es hat zur Bronze gereicht. Du hast die Schürze schon angesprochen beim Lutz und dann beim zweiten Axel war es ja auch nicht ganz sauber. Was ging dir da doch im Kopf nach diesem tollen Anfang? Ich habe eigentlich nur gedacht, okay, der Sturz ist jetzt passiert, okay, vergessen und weiterlaufen. Weil ich wusste, ich habe hinten noch den Axel nach der Hälfte, das gibt immer eine extra Punkte. Den habe ich dann umgesetzt und es wird kein richtiger Sturz, also ich hätte es nochmal einen Punkt Axel gegeben und hinten war eigentlich geplant, sei ich nur Doppelachsel, aber den Doppelachsel habe ich weggelassen, um nach dem Schritt nochmal einen Flug zu machen. Um wirklich den letzten Punkt noch zu kriegen. Und zwar eine goldrichtige Entscheidung. Vielen Dank, Stefan. So, ich wollte gerade sagen, jetzt müsst ihr beiden aufhören. Die Petra hat jetzt schon einen Doppelname, Petra Bindel-Lindemann. Das ist auch schön. Also jetzt müsst ihr beiden aufhören, denn jetzt kommt es zur Siegerehrung und die sollte der gute Stefan Tullich nicht verpassen, nicht versäumen, denn der Meister steht schon oben. The King is back, wie Wendel Pesana sagte. Genauso ist das auch. Also die Niederlage des vergangenen Jahres ist damit wettgemacht. Er hat sich revanchiert und er sagt ja selber bei uns im Eurosport-Interview, er wird noch besser werden. Und dort, wo er jetzt steht, liebe Zuschauer, genau auf diesem Platz, möchte er im nächsten Jahr wieder Position einnehmen bei den Olympischen Spielen. Und wenn dann Brian Joubert neben ihm steht, wird er ihm das zum Herzen gönnen. Das wird ihm nämlich ziemlich Schnuppe sein. Hauptsache, er ist vor ihm. Richtig, richtig. Und es war vom sportlichen Gerät, liebe Zuschauer, schon toll, was wir heute Abend erlebt haben. Gut, es gab nicht eine durchgängige 100 Poppler, eine durchgängig 100%ige fehlerfrei Kür, weder von Pluschenko noch von Brian Joubert, aber diese Europameisterschaft lebte auch definitiv von dem Spannungsgehalt. Und da ist er, Stefan Lindemann. Vom Eurosport-Mikrofon direkt auf die Eisfläche. Wir gratulieren und wir gratulieren von Herzen. Wir freuen uns auch wie Schulbuben über die 1 in Latein. Tja, das war stark. Und eine 2 plus in Mathe noch dazu. Ja, Gwendel, es war eine großartige Wettbewerb, oder? Ja, ich hatte es vorher, das war ein Wettbewerb, da kann alles wirklich möglich sein. Sie sehen, Lindemann ist zurückgekommen vom 5. auf den 3. Platz, gewinnt die Bronzemedaille. Pluschenko mit sehr viel kämpferischem Einsatz zurückgekommen und gewinnt den Titel. Es war eine schöne Veranstaltung und wir können sehen, jeder Mann ist happy. Natürlich, Brian ist zurückgekommen, nachdem es am Anfang der Saison nicht besonders gut lief. Und nun werden wir sehen, was in Moskau passiert. Merci, Gwendel. Jawohl. Ja, jetzt kommt es zum wichtigsten Teil des heutigen Abends. Jetzt kommt es nämlich zur Medaillenübergabe. Nebenbei gibt es natürlich auch Preisgeld für eine Europameisterschaftsmedaille, aber viel wichtiger ist der ideelle Wert, nicht nur für Stefan Lindemann selbst, sondern ich glaube auch für die ganze gesamte deutsche Eislaufunion und für all die, die jetzt irgendwann doch mal wieder Lust bekommen, auch Eis zu laufen. Es lohnt sich, Eiskunstläufer zu werden in Deutschland und Deutschland ist kein Land der Verlierer in dieser Sportart, wie das all die Jahre der Fall war. Deutschland ist ein Land, das Medaillengewinner stellt bei Weltmeisterschaften und bei Europameisterschaften. Das lässt sich jetzt natürlich so leicht dahin sagen, das ist schon klar, aber es war und es ist eine phänomenale Leistung, die Stefan Lindemann hier gezeigt hat. Und die belohnt wird mit dem Gewinn der Bronzemedaille. Denn das war ja nicht leicht. Er war der Letzte, Stefan Lindemann, der raus musste. Ja, er musste von der 5. Position kommen. Er musste lange warten, bis er laufen konnte. Er war nach Pluschenko, nach der großen Emotion hier auf dem Eis, hat selber gesagt, das hat ihn schon ein bisschen, sagen wir mal, Kraft gekostet, danach noch aufs Eis zu gehen. Und muss sagen, das sind halt Dinge, die ihn stark machen. Aber dieser letzte Startplatz, den sollte er beibehalten. Der tut ihm gut, glaube ich. Ja, anscheinend. In Dortmund war es der letzte Startplatz, heute war es der letzte Startplatz. Also, wir wollen nicht mehr meckern über den letzten Startplatz, wir wollen ihn zukünftig genießen.
Tja, wer hätte das, liebe Zuschauer, Hand aufs Herz, wirklich Hand aufs Herz. Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht, dass bei einer Siegerehrung ein solches Bild zustande kommt? Pluschenko vor Joubert und Lindemann. Ja, das muss man sagen. Also ich glaube, das hätten nicht viele Leute erwartet. Und was wirklich gut ist, viele haben ja gesagt, letztes Jahr in Dortmund, na gut, mit ein bisschen Heimvorteil. Aber jetzt hat Stefans bewiesen, kaum ein Jahr später ist er wieder da. Dass wir uns gewöhnen könnten, liebe Zuschauer zu Hause. Ich hoffe, Sie auch. Es war ein phänomenaler Auftritt, den wir hier erlebt haben. Jewgeni Pluschenko hat sich die Krone Europas zum Eiskunstlauf zurückgeholt. Brian Joubert hat sich als würdiger Widerpart erwiesen. Und Stefan Lindemann hat sich einen Traum erfüllt. Die zweite Bronzemedaille nach der WM im vergangenen Jahr in Dortmund. Jetzt die Europameisterschaftsbronzemedaille von Turin. Und dieses Turin, das hat schon einen klingenden Namen. Wir wollen jetzt nicht gleich durchdrehen, das tun wir selten. Wir wollen jetzt nicht gleich an Olympia denken und an ein ähnliches Siegerbild. Da gibt es noch andere, die natürlich mit eine große Rolle spielen wollen. Aber Stefan Lindemann hat auch die Japaner und auch die Chinesen, hat auch die US-Amerikaner schon geschlagen im vergangenen Jahr in Dortmund. Also, alles ist möglich, alles ist drin. Wir bei Eurosport werden natürlich dranbleiben. Wir waren in den tiefen Tälern der EU mit von der Partie, haben alles übertragen. Wir freuen uns, dass wir jetzt auch davon profitieren und werden weiterhin Ihr Eiskunstlaufsender bleiben mit Ihren Kommentatoren Hendrik Schamberger und Sigi Heinrich. Wir bedanken uns für Ihr Interesse, haben uns gefreut, dass Sie zugeschaut haben. Bleiben Sie uns beiden und allen anderen gewogen. Servus und Wiederschauen.